Bereits seit 1984 ist Volkswagen auf dem chinesischen Markt aktiv. Damals fing alles an mit dem VW Santana. China ist für die Marke einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Exportmarkt in der Welt. Es gibt viele Modelle, die wir in Europa überhaupt nicht kennen und die speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurden. Welche Neuheiten es gibt, schauen wir uns jetzt auf der Auto Shanghai an. Mittlerweile ist China für uns einer der wichtigsten Kernmärkte, wenn nicht sogar der wichtigste Markt geworden. Wir sind hier etabliert als Marke bekannt und haben uns natürlich auch dem Environment, das heißt der Umwelt, hier verschrieben. Wir haben hier die modernsten Antriebe, wir haben volle Connectivity in den Fahrzeugen und sind mit einem breiten Spektrum von Fahrzeugen hier vertreten. Neben den uns bekannten Modellen wie zum Beispiel dem Golf oder dem Passat zeigt Volkswagen hier auf der Auto Shanghai auch Fahrzeuge, die rein für den chinesischen Markt entwickelt werden. Ein Modellname, den wir in Deutschland fast vergessen haben, hat hier in China eine lange Tradition. Es ist der VW Santana. Der neue Grand Santana wird hier von Volkswagen auf der Auto Shanghai vorgestellt. Es ist ein Fahrzeug, das auf dem VW Polo basiert, ein klein wenig an den alten Fabia Kombi erinnert, jedoch deutlich länger ist. Speziell für den chinesischen Markt zeigt Volkswagen die Studie des C-Coupé GTE. Ein Plug-in-Hybridfahrzeug mit 50 Kilometern rein elektrischer und 800 Kilometern Gesamtreichweite. Der Wagen hat 245 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment und ist über 5 Meter lang. Der Durchschnittsverbrauch soll bei gerade mal 2,3 Litern liegen. Wir haben hier eine sehr exklusive Ausstattung an Bord, unter anderem Einzelsitze im Fond. Speziell für China. Da muss man sagen, ist wichtig, dass die Autos sehr großen Innenraum haben. So ein Fahrzeug wird hier auch im Chauffeurbetrieb benutzt. Auch das ist wichtig, dass man das anbieten kann, um hier die Kunden für die Marke zu begeistern. Diese seriennahe Studie wird es dann für den Endverbraucher erst in 2016 auf dem chinesischen Markt geben. Leider nur auf dem chinesischen Markt. Ein besonders wichtiges Segment für Volkswagen hier in China ist die E-Mobilität. Zukunftsweisend und deswegen zeigt die Marke hier unter anderem den Golf GTE. Ein Plug-in-Hybrid mit 50 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Auch auf dem Stand zu sehen der E-Golf mit 190 Kilometer elektrischer Reichweite und der E-Up mit 160 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Also perfekt für die chinesischen Megacities. Nicht nur für Volkswagen ist China einer der wichtigsten Märkte der Welt, sondern auch für die angeschlossenen Konzernmarken wie Audi, Skoda oder Porsche. Deren Highlights zeigen wir jetzt. Seit 2001 ist Porsche auf dem chinesischen Markt präsent und mittlerweile ist China der zweitwichtigste Absatzmarkt weltweit für die Marke. Grund genug für Porsche, den hier gezeigten 911 Style Edition, den es nur für China gibt, auf der Auto Shanghai zu präsentieren. Eine wichtige Premiere für die Marke Skoda hier auf der Auto Shanghai ist der neue Skoda Superb. Dank großzügiger Innenraummaße, besonders für die Formpassagiere, ist er wie gemacht für die Ansprüche des chinesischen Marktes. Ein Highlight hier auf dem Audi-Stand ist ganz klar der Audi Q7 e-tron, ein Plug-in-Hybrid, Durchschnittsverbrauch 2,5 Liter, 367 PS Systemleistung auf dem Markt ab 2016. Volkswagen wird zusammen mit seinen Partnern bis 2019 22 Milliarden in den chinesischen Markt investieren. Allein in diesem Jahr zeigt die Marke 16 neue Modelle. Das unterstreicht, wie wichtig für den Volkswagen-Konzern der Markt in China ist.